Sie die Antwort noch nicht kennen. Sie haben eine Frage schon mal gestellt. Wenn Sie über 70% ignorieren, spielen Sie dann nicht auch denen in die Karten, wenn Sie sagen, okay, wenn selbst meine Parteivorsitzende, als Grünenwähler sind Sie nicht mehr, aber meine obere, Parteiobere, das ablehnt, was eine Mehrheit der Grünen offenbar wollen, dann suche ich mir eben eine andere Partei, die meinen Willen umsetzt. Tragen nicht auch Sie mit einer solchen Haltung dazu bei? Ende der Frage. Nein, tun wir nicht, sondern ich sage, dass es darum geht, deutlich zu machen, was die Basis unseres Zusammenlebens, was der Kitt unseres Zusammenlebens meint. Und das ist für mich unser Grundgesetz. Moment, das ist für mich unser Grundgesetz und unsere Verfassung. Und das ist nicht eine Privatsache, die zu interpretieren und zu sagen, naja, jetzt sind 70 oder 80% haben die und die Meinung, sondern dafür zu werben, das ernst zu nehmen, was die Basis unseres Zusammenlebens ist. Ja, es gibt sicher Bereiche, auch beim Autofahren oder im Gericht, wo es keinen Sinn macht und wo es auch nicht möglich ist, eine Burka verschleiert zu tragen. Aber es gibt eben auch andere wichtige Werte, die uns zusammenbinden. Und das ist die Möglichkeit, selber zu entscheiden, solange ich niemand anderen damit verletze, wehtue oder sozusagen angreife. Und Sie können doch nicht ernsthaft behaupten, dass die Katar-Studentin sie in ihrer Freiheit beschränkt. Doch, das behaupte ich. Ja, das glaube ich, aber dann muss man das auch aushalten. Sie haben vorher gesagt, auf Hände schütteln. Hände schütteln anständig. Wenn wir jetzt alle hier so säßen den ganzen Tag. Hände schütteln und... Das ist doch nicht lustig, oder? Moment. Das ist doch nicht schön. Ich möchte gerne auf Frau Glöckner sagen, Sekunde, wenn hier schon eine Inszenierung stattfindet, dann auch richtig. Sie haben gerade mit Recht gesagt, wenn sieht man wirklich noch die Augen, die hat man nicht gesehen. Sie hätten ihre Mütze. Bei einer Burka mit dem Gitter vor Augen sieht man da nicht. Ja, aber die gibt es ja in Deutschland nicht. Naja, aber die könnte man ja auch sagen. Sie wollten ihre schöne Mütze nicht opfern für zwei Schlitze. Wir können wunderbar miteinander reden, kommunizieren. Das ist doch immer noch meine Entscheidung. Sie müssen ja nicht mit mir reden. Jetzt auch nicht. Wir haben halt das Recht. Frau Glöckner, Entschuldigung. Wenn es um Frauenrechte geht, wünscht man sich nicht solche Kämpferinnen wie Sie. Also Sie kämpfen gerade die Grünen. Sind es doch gewesen, die grünen Frauen, die für Emanzipation gekämpft haben und sehr gerne mit Symbolen. Sie haben sich mit Vehemenz eingesetzt für das Binnen-I bei Bürgerinnen für gendergerechte Sprache. Und wenn es um Zwangsverheiratungen geht, wenn es um die Frage der Vollverschleierung geht, haben wir dröhnendes Schweigen bei den Grünen. Entweder gilt die Frau und dann zählt auch nicht die Masse. Ob ich jetzt 200 sehe oder nicht, bei uns gilt das Individualrecht. Wir wollen auch, und das haben wir zu Recht gemacht, die Kinderehen haben wir verboten, auch wenn es nicht die Masse gibt. Und jetzt sage ich eines ganz deutlich, Frau Roth und auch Frau Hübsch, zu behaupten, das sei ein Stück Freiheit, wenn man die Vollverschleierung trägt, wenn es eines nicht ist, dann ist das Freiheit. Wissen Sie, was Freiheit ist? Freiheit ist Selbstbestimmungsrecht, dass ich selber entscheiden kann, was ich anziehen möchte. Es gibt qualitative Studien, die ganz klar belegen, dass diese Frau sagt, dass sie ganz entspannt uns austauschen lassen. Sie akzeptieren auch, wenn es ihrem Weltbild passt. Also, jetzt höre ich hinzu. Zum Thema Vollverschleierung. Setzen wir es doch noch mal gerade. Da wird eine Frau verhüllt, das Gesicht, es geht nicht darum, was man anzieht. Es geht nicht um die Kleiderfrage. Jeder kann anziehen, was er will. Aber ein Gesicht zu verhüllen, ist nicht nur eine Kleiderfrage. Und die Frage nach dem, was ich freiwillig will. In einer offenen Gesellschaft treffen Freiheiten auf Freiheiten. Und dann müssen die geregelt werden. Es gibt auch Menschen, die wollen freiwillig den ganzen Tag nackt durch die Fußgängerzone laufen. Aber auch dort haben wir Regeln. Auch diese Menschen werden dann von der Polizei aufgegriffen. Und ich bin wirklich erstaunt, wie man das als kulturelle Vielfalt abtun kann, wenn just eine Frau aufgrund ihres Frauseins, weil ihr Haar, weil ihr Gesicht, weil ihr Körper angeblich sündig sei, sich verhüllen soll. Überlegen Sie mal, wie deren Töchter oder Söhne aufwachsen, mit welchem deformierenden Geschlechterbild. Und dann wundern wir uns, wenn die Jungs eine Lehrerin nicht ernst nehmen in der Schule. Das will ich nicht tolerieren Frau hier in Deutschland. Roth.